Dann herzlich willkommen zum Satsang. Namaste. Om Shanti, Om Namah Shivaya. Ja, schön, dass ihr da seid. Und ein paar Zuschauer. Also heute ist mir wieder eingefallen, was ich auch schon ein paar Mal genommen habe als Einstieg fürs Intro, ist so ein kleiner Spruch aus dem Kurs in Wundern. So ein paar Zeilen aus dem Kurs in Wundern. Geht so, der Himmel ist hier, der Himmel ist jetzt. Oder es fängt so an, warum auf den Himmel warten? Der Himmel ist hier, der Himmel ist jetzt. Es gibt keine andere Zeit und keinen anderen Ort. Und der Himmel ist ja bekanntlich inwendig in uns. Das heißt, dass wir der Himmel sind, weil er keine Grenzen hat. Überall hin sich ausdehnt. Und der Himmel ist nur ein anderes Wort für das Selbst. Für das Göttliche kann man auch sagen, für die Sohnschaft Gottes nennt es der Kurs in Wundern. Also unsere Wirklichkeit als Ausdehnung Gottes, so wie die Flüsse Ausdehnung der Quelle sind. Ist jetzt nicht ganz das Gleiche wie das Sein. Ich habe ja schon oft gesagt, ich habe ja schon seit Jahren immer wieder mal von den zwei Hälften der Wahrheit gesprochen. Die eine Hälfte ist das Sein, das ist der Urgrund des Urgrunds, wo sich nichts bewegt und auch nie was bewegt hat, was keine Eigenschaften hat, vollkommen still ist, aber keine Stille ist. Das totale Nichts, aus dem allerdings dann alles entsteht. Eben der Urgrund des Urgrunds oder der Boden, der, ja, so fruchtbar ist, dass sogar die Schöpferidee entstanden ist und die schöpft durch Ausdehnung. Wir sind natürlich in beiden Hälften zu finden, deswegen habe ich auch gerne dieses Yin-Yang-Zeichen genommen. Als Bild, weil in der einen Hälfte ist auch noch der Punkt von der Farbe der anderen Hälfte und umgekehrt auch. Das heißt, beide Qualitäten sind das, was wir sind. Wir sind natürlich auch der Urgrund des Urgrunds, das Sein, was auch in sich betrachtet, kein zweites hat, weil alles ja aus dem besteht. Selbst die Schöpferidee, selbst der Schöpfer in seinem Urgrund besteht er als aus dem Sein. Ich habe es oft so gesagt, dass die Schöpfung oder der Schöpfer, also Gott und die Schöpfung, das ist wie so eine Veredelung, denn dadurch ist Leben und Liebe reingekommen in das Sein. Ist dann immer noch Einheit, es sind aber trotzdem zwei, die eins sind. Ist nicht so ganz genau das gleiche wie dieser Urgrund des Urgrunds, der nur das eine ist. Und an dieser Stelle, da bei diesen zwei, die eins sind, da ist irgendwas eingeschlafen. Nicht der Schöpfer, die Schöpfung, also die Geschöpfe, wir. Und wir träumen diesen Traum der Trennung. Das, was wir hier sehen, die ganze Welt, das ist Illusion, die von uns geträumt wird. Und natürlich besteht das alles aus dem, was wir sind. Und natürlich auch aus dem Sein.
immer in der Essenz gesehen. Die Formen selber, die entstehen, also Formen sind zum Beispiel auch Gedanken oder Gefühle. Es ist nicht nur das Materielle, auch das, die immateriellen Formen. Die sind nicht wirklich. Die sind zwar da, die erscheinen, aber das ist Illusion. Also die haben keine wirkliche Substanz. Das ist wie eine Fata Morgana. Wenn man näher hinkommt und will danach greifen, verschwindet es. Und es ist nur noch die Luft da, die immer da war. Die Luft, die da ist, die hat keinen Anfang und kein Ende. So ist es eben auch mit dem Traum hier. Es ist allerdings so, dass der Traum da ist. Und im Satsang geht es darum, aus diesem Traum zu erwachen. Also es geht eigentlich um was? Nämlich ums Aufwachen. Und jeder geht einen Weg, der auch in die Richtung führt. Nur jeder steht an einem anderen Platz und es gibt viele verschiedene Wege. Weil wir alle so individuell sind, gibt es auch individuelle Wege und jeder geht auf seinen Weg und das ist ganz wunderbar. Man kann also nicht sagen, dass ein Weg besser ist als der andere. Es werden einfach viele Wege gebraucht. Und letztlich führen sie alle nach Hause. Nach Hause bedeutet, dass diese Trennung, die ja hier überall sichtbar ist, ja, jeder hat einen anderen Körper, jeder ist nicht wirklich, nicht scheinbar nicht in Kontakt mit dem anderen. Dass diese Trennung wieder aufgehoben wird. Und das ist dann das Nachhausekommen. Dass der Fluss wieder total mitkriegt, ich bin ja eins mit der Quelle. Oder dass wir als Schöpfung mitkriegen, ja, wir sind ja eins mit unserer Quelle, die wir ja Gott nennen. Dann noch andere Ausdrücke, der große Geist, haben sie Indianer genannt oder was es auch immer dafür gibt, immer aber dasselbe gemeint. Also da findet das Nachhausekommen statt. Das Erwachen ist im Grunde das Nachhausekommen, das wir mitkriegen, was wir wirklich sind. Das ist nicht ganz so einfach, weil es gibt eine Menge Widerstände. Weil durch diesen Trennungsgedanken ist eben auch passiert, dass Schuld und Scham mit reingekommen sind in die Schöpfung oder in die Schöpfungen, in das, was wir sind. Das liegt in uns allen, ist es da. Oft verborgen und es wird gerne nach außen projiziert. Weil irgendwas so ganz verstecken kann sie es nicht. Und wenn wir uns nicht schlecht fühlen, dann ist irgendjemand oder irgendwas schuld. Wenn wir uns schlecht finden, meine ich. Manchmal meinen wir auch, wir sind selber schuld. Und dieses Schuldgefühl, dieses innenliegende Schuldgefühl, das erzeugt Angst vor Strafe. Das heißt, letztlich Angst vor Gott. Und deswegen ist, sagen wir mal, die Idee Gott, dass es einen Gott gibt, nicht so besonders beliebt, jedenfalls nicht im Westen. In Indien ist das ja schon anders. Die ganze Bhagavad Gita beschreibt ja die Zusammenhänge. In der Bhagavad Gita ist so, dass Krishna ist der allerhöchste Gott. Aber es ist eben hier im Westen nicht so beliebt. Und es ist eben auch einfach so, wie es ist. Und die Gründe dafür ist eben genau diese Schuld, die ihn lagert und die will keiner angucken. Die möchte man am liebsten nicht wahrhaben oder einfach umgehen. Es gibt eine Menge Dinge, wie man die einfach ausblenden kann und sich gut fühlen kann, aber ist auch okay, ist sowieso immer alles. Wie gesagt, jeder geht seinen Weg. Irgendwann ist natürlich trotzdem dran, nach Hause zu kommen und dann lässt sich das auch nicht mehr umgehen. Das
darf dann ans Licht kommen und sich im Licht auflösen, im Licht der Vergebung. Und die Vergebung ist, es ist überhaupt nichts geschehen. Niemand hat mir irgendetwas angetan. Ich habe niemand irgendetwas angetan. Selber, ja. Oder ich habe nie Verlust erlitten. Ich kann natürlich nicht die Person so einfach annehmen, weil die Person empfindet da ganz anders und zu Recht auch. Allerdings ist es so, dass das eben die Traumebene ist. Die Person ist nur geträumt. Und die Vergebung bezieht sich auf die Wirklichkeit. Auf das, was wir wirklich sind. Weil das Nachhausekommen, das muss gar nicht im Traum stattfinden. Es gibt zwar auch so einen Traum nach Hause kommen, das ist aber dann noch nicht das Ende Gelände. Das Erwachen findet jenseits des Traums statt. Das, was eingeschlafen ist, der Träumer. Ich habe gerade ein bisschen Problem, meinen Faden zu halten. Irgendwie habe ich ihn gerade ein bisschen verloren. Ja, jedenfalls ist es halt nicht ganz so einfach, wie man es gerne hätte. Und letztlich geht auch kein Weg dran vorbei, obwohl es Wege gibt, wo es scheinbar dran vorbeigeht. Aber das ist dann eben noch nicht das Ende. Am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht alles gut ist, ist noch nicht das Ende. Und alles gut ist eben dann, wenn Fluss und Quelle wieder eins sind. Allerdings ist es so, dass das immer so ist. Wir träumen nur, getrennt zu sein. Also im Geist gibt es ja schon diese Verwirrung auch und der Traum spiegelt diese Verwirrung im Geist. War eben dieser Trennungsgedanke. Hat dafür gesorgt, allerdings ist nie wirklich was geschehen, weil der Fluss sich gar nicht von der Quelle trennen kann. Die Quelle sprudelt halt einfach immer weiter. Ja, und hier im Satsang geht es eben da lang. Diese Hälfte der Wahrheit. Ich spreche auch gerne mal über das Sein, weil das ist viel einfacher und auch viel gefälliger. Aber hier ist eher der Schwerpunkt auf dem Nachhausekommen, wieder eins sein mit Gott, mit dem, was jenseits des Traums ist. Obwohl das, was wir sind, natürlich auch im Traum ist, nicht vom Traum getrennt ist. Aber das bringt halt nichts, das nützt nichts. Wir sagen ja, alles ist ja schon das Vollkommene, das nützt gar nichts. Die Illusion ist eben nicht die Wahrheit. Auch wenn sie durchschaut werden kann und man sieht ja, da ist ja trotzdem auch nur die Wirklichkeit. Sie muss eben auch durchschaut werden, das heißt, sie fällt weg wie so ein Schleier. Die Schleier müssen fallen. Sorry. Es gibt aber jede Menge Schleier. Und ja, die fallen halt alle nacheinander. Und das ist jetzt wieder ganz viel Theorie und bla bla bla. Und kaum einer kann damit was anfangen. Das macht aber auch gar nichts. Weil das, was wir wirklich sind, das versteht schon. Irgendwas versteht schon. Das wird schon. Das kommt schon irgendwo an. Und die Mitteilung ist eigentlich nur, wir sind schon immer zu Hause. Wir haben uns nie entfernt. Also das, was wir wirklich sind, nicht die Traumfiguren. Die sind wir nicht. Und es ist schon immer alles gut. Das Einzige, was gebraucht wird, ist das Aufwachen, um das auch mitzukriegen. Und das Mitkriegen, das hat natürlich eine ganz andere Art, als etwas mitzukriegen, als die Person. Die Person kann immer nur Persönliches mitkriegen, Dinge mitkriegen, die ein Gegenteil haben, weil das eben im Traum so ist, auf der persönlichen Ebene.
Person kann deswegen nicht die Wirklichkeit selber mitkriegen, aber eine Spiegelung der Wirklichkeit, das geht. Und das kommt auch öfters vor. Grenzenlose Weite, vollkommener Frieden, Stille, Liebe, Licht, alles möglich. Geschieht auch Gott sei Dank immer wieder mal. Und die Wirklichkeit mitkriegen ist eben ganz anders. Da ist es dann hilfreich, diese Art des Erkennenwollens mal einfach loszulassen. Also die Art, ich muss mich jetzt gut fühlen. Wenn ich die Wirklichkeit erreiche, muss ich mich gut fühlen. Muss ich mich irgendwie heilig fühlen oder vollkommen friedlich oder glückselig? Das bezieht sich alles auf die Traumfigur und das ist gar nicht so, dass es so sein muss. Weil es nicht um den Traum geht. Der verändert sich von selbst dann. Der Traum verändert sich ja im Grunde mit jedem Moment des Verstehens, mit jedem Entwicklungsschritt. Die Einladung ist, jede Vorstellung, jede Idee loszulassen. Was anders sein müsste, als es ist. Und das, was ist, also das, was im Traum ist, was hier erscheint, einfach mal loszulassen. Gibt ein schönes Wort. Das muss ich aber dann noch erklären, nämlich ignorieren. So, wenn alles gut ist, brauchen wir das nicht. Aber wenn man gerade richtig drin hängt im Schlamassel und sich alles total mies anfühlt und vielleicht noch Ängste da sind, dann ist dieses Wort ignorieren, kann dieses Wort ignorieren ein hilfreiches Wort sein. Weil wegmachen kann man es nicht. Es verschwindet nicht so einfach. Kann nicht dran vorbeischauen. Man kann nicht wegfühlen, aber man kann es ignorieren. Englisch sagt man, don't touch. Fass es nicht an. Es ist einfach da sein, ohne dich damit zu identifizieren. Aber ignorieren ist ganz gut. Wenn ich da nämlich gar nicht meinen Fokus drauf lege, sondern auf die Wirklichkeit, die ich in dem Augenblick ja wahrscheinlich gar nicht erkennen kann, sonst wäre es ja schon anders. Trotzdem den Fokus auf die Wirklichkeit richtet, weil ich weiß, dass sie da ist. Und die meisten haben ja schon mal kurzes Erleben der Wirklichkeit gehabt. Den Fokus auf die Wirklichkeit richten, ohne zu erwarten, dass ich sie fühlen kann oder spüren kann. Das Fühlen und Spüren ist im Traum. Wenn da gerade ganz andere Gefühle da sind, dann geht es halt auch nicht. Trotzdem ist der Schritt des Erwachens dann eben am allerbesten, das ganze Fühlen komplett, die ganze Wahrnehmung komplett loszulassen. Und mir ist auch Bewusstsein, wird auch gar nicht gebraucht. Ich brauche mir der Wirklichkeit nicht bewusst sein. Ich bin sie auch ohne Bewusstsein. Also ist die Einladung, lass alles los. Lass alles los, was du kennst. Es darf alles da sein, aber lass es los. Don't touch. Identifizier dich nicht damit. Lass auch übrigens alles los, was du zu wissen glaubst. Es hilft nicht. Lass komplett alles los und richte dich innerlich aus auf die Wirklichkeit, auch wenn du sie nicht erkennen kannst, auch wenn du sie nicht sehen kannst, ist ganz egal. Die ist ja unbekannt. Die bleibt doch unbekannt. Und doch ist das, was wir wirklich sind, immer hier, immer. Alles andere ist nur Erscheinung, nur Traum. Das zu glauben, wäre halt hilfreich. Nämlich, erst dann, wenn du schon mal Ja dazu sagst, ja, das halte ich für möglich, die Wirklichkeit ist immer hier.
Alles, was hier erscheint, ist nicht die Wirklichkeit, ist ja nur Erscheinung. Alles, was kommt und geht, ist nur Erscheinung, ist nicht wirklich. Wirklichkeit muss immer sein, ewig. Also auch jetzt hier. Wenn du das glauben kannst, dann kannst du den Traum loslassen. Geht nämlich darum, den Glauben an den Traum loszulassen. Den wir so in uns eingeprägt haben, durch viele Leben, durch Kindheit, durch alles natürlich, klar. Das ist einfach nicht anzufassen. Also die Einladung ist jetzt alles loslassen. Und keine Ahnung wie, einfach mitkriegen, was jenseits davon ist und immer hier, was mit den Erscheinungen überhaupt nichts zu tun hat. Und trotzdem wunderbar ist. Das ist irgendwie trotzdem eine Qualität, die sich von dem Sein, was ja im Grunde ohne Qualitäten ist, unterscheidet. Es ist irgendwie Seligkeit, Freude, Liebe, Sanftheit, Güte. Nur nicht so wie im Traum. Naja, probier's mal aus, schau mal hin. Ich glaube, da gibt's schon Fragen im Chat. Ich schieb das jetzt, mach das mal an und schieb das mal hoch. Oben ist es schon wunderbar. Soll ich schon mal was vorlesen? Oder natürlich Isabella, Corinna, wenn ihr sprechen wollt. Sonst lese ich erstmal was vor und ihr kommt dann noch dran. Okay? Gut, meldet sich jetzt keiner per Handzeichen. Kirsten, genau. Kirsten ist ja auch noch dabei. Kirsten, wir sprechen auf jeden Fall noch. So, wo sind wir denn? Fängt es da an? Irgendwas mit 7 steht da. Oder sieht so aus? Egal. Warum spricht das eine ohne Worte? Also das eine spricht gar nicht. Das eine, die Wirklichkeit, ist immer still. Das Selbst, was wir sind, ist immer still, das spricht nicht. Aber es gibt irgendwie das Leben oder die Energie oder den Impuls, das hier gesprochen wird. Hier spricht ja die Person, die Traumfigur. Und es geschieht durch die Intention dieses einen. Und warum das so ist, das kann ich dir nicht sagen. Das macht für mich auch keinen Sinn, danach zu fragen, warum irgendwas so ist, weil es immer so ist, wie es ist. Für mich ist es immer hilfreich zu gucken, wie ist es eigentlich. Da finde ich dann den Weg, ja. Wenn ich einen Weg auf den Berg hochgehe, dann gucke ich, ja, wie ist der? Wo gibt es hier Möglichkeiten weiterzugehen? Wo muss man aufpassen und so weiter? Ich frage nicht, warum ist da jetzt diese komische Stelle, wo ich da so Schwierigkeiten habe, ja, die ist einfach da. Also gucken, wie es ist und wie kann ich damit umgehen? Wie komme ich nach Hause? Das ist hilfreich. Aber es ist nicht schlimm, das zu fragen, ist voll okay. So, dann gucken wir mal weiter, was hier noch steht. Shirin. Soll ich meine Familie ignorieren oder lieben? Sind sie meine Erlöser oder nicht? Das ist eine super Frage. Und es geht noch weiter. Shirin Mo, meine Tochter hat mich verletzt. Soll ich sie loslassen, ohne Schuldgefühl? Super Fragen. Wunderbar. Also gucken wir mal. Die erste. Soll ich meine Familie ignorieren oder lieben? Sind die meine Erlöser oder nicht? Ja, das ist echt gut. Ja, lieben sowieso. Das Selbst, was wir sind, ist reine Liebe. Das kann auch gar nicht anders als lieben. Und zwar ist es eine bedingungslose Liebe. Da gibt es keine besondere Liebe. Mit der Familie ist das immer so eine Sache.
Gibt es eine besondere Liebe, da ist auch schnell Angst dabei oder Sorgen oder Frustration, wenn es nicht so läuft, wie man das gerne hätte, die Liebe nicht so ankommt oder nicht so angenommen wird, das ist eben im Traum. Und das läuft so, wie es läuft. Da können wir auch nicht viel dran ändern. Und deswegen ist es gut, das mal zu ignorieren, wenn es ums Erwachen geht, wenn es ums Nachhausekommen geht, ja, wenn ich gerade in Kontakt bin mit meiner Familie, ignoriere ich die natürlich nicht, dann ist das eben dran, gerade in Kontakt zu sein. Aber wenn dann wieder der Zeitpunkt da ist für Erwachen, für meinen Weg nach Hause, dann ist es gut, es einfach mal zu ignorieren. Diese Art von Liebe, die ja mit Sorgen und Ängsten auch gekoppelt ist, ja, die kann man auch nicht wegmachen. Aber es ist dann hilfreich zu ignorieren, zu sagen, nee, das ist nicht die Wirklichkeit. Die bedingungslose Liebe, die ist die Wirklichkeit, das, was ich wirklich bin. Gibt's keine Sorgen und keine Ängste. Und so kann ich es vergeben, so kann ich es loslassen. Und kann dann eventuell den Schritt in die Wirklichkeit machen und merken, ja, es ist ganz anders. Hier fühlt sich's ganz anders an. Hier gibt's keine Sorgen. Jeder wird geliebt, aber ohne, dass ich mir Sorgen mache. Ja, und jeder ist natürlich unser Erlöser. Jeder, der uns darauf hinweist, hier, guck mal, dies hier ist nicht die Wirklichkeit. Und das ist meistens dann der Fall, wenn wir uns irgendwie angetriggert fühlen, verletzt fühlen, persönlich fühlen. Also wenn es uns irgendwie nicht gut geht, dann ist es ja immer eine Aufforderung zum Erwachen. Immer eine Aufforderung zum Vergeben, zu sagen, nee, es ist nicht wirklich. Die haben mir nichts angetan. Und dann den Schritt in die Wirklichkeit machen. So helfen wir uns natürlich alle gegenseitig beim Erwachen, klar. Der zweite Satz war ja, meine Tochter hat mich verletzt. Soll ich sie loslassen? Ohne Schuldgefühle? Nee, vergib das mal. Ist es wirklich wahr, dass sie dich verletzt hat, das, was du wirklich bist? Ist das überhaupt verletzbar? Also mal diese ganze Szene loszulassen. Die sagt, meine Tochter, das ist ja schon die Person. Das ist ja schon geträumt. Das ist schon nicht die Wirklichkeit. Die sagt, meine Tochter hat mich verletzt. Und diese Tochter, die das angeblich getan hat, die ist auch nicht die Wirklichkeit, die ist auch geträumt, das sind alles Traumfiguren. Dahinter steht überall das Selbst. Oder die heiligen Geschöpfe Gottes, die so ein bisschen fragmentiert sind, deswegen gibt es ja auch viele verschiedene Erscheinungen. Aber im Grunde sind wir alle eins natürlich. Also vergib das Ganze, lass das Ganze los. Du bist nicht die, die sich verletzt fühlt. Danke dir, ich bin jetzt erleichtert. Sehr gern, freut mich. Dann schiebe ich den Chat mal runter. Na, die Dame, wer möchte mit mir sprechen? Wer ist denn, möchtest du? Hast du Power? Hallo. Hallo. Ich freue mich einfach, euch alle zu sehen, also dich und die anderen natürlich auch. Schön. Vito. Danke. Ja, ich habe mich gerade, also das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich lange auseinandergesetzt habe, bis das so durchschaut war. So, ja, wer soll da wen verletzen, wenn da niemand ist? Ne?
Aber trotzdem sieht man sich da ja auch immer als Traumfigur und das ist immer so, wo man dann das Gefühl hat, man ist an so einem Spiel da beteiligt gewesen. Ja, das ist auch so, da ist auch so ein Spiel findet schon statt, Lila, das göttliche Spiel, und es dient dem Erwachen. Ja. Also wenn man jetzt sagt, da ist ja niemand, dann ist das so, als würde gar nichts passieren. Also man könnte es dann so nehmen, es passiert ja gar nichts, was von der Wirklichkeit aus gesehen auch stimmt. Aber wenn wir den Traum als Hilfsmittel sehen zum Erwachen, ja, dann ist so dieses Gefühl, von jemand verletzt zu sein zum Beispiel, ja, das ist dann die Einladung zu gucken, kann das stimmen? Ist das überhaupt wahr? Das ist das ja, wo hier Shirin Moore auch geschrieben, oder nee, das war glaube ich vorher. Ja, doch, weiß ich nicht. Ein Erlöser, genau. Dann sind nämlich die anderen, die dich scheinbar verletzen oder triggern, deine Erlöser. Alle anderen um dich rum, die helfen dir aus dem Traum zu erwachen. Naja. Das hat eine ganz andere Qualität. Da kommt dann die Liebe mit rein und auch die Dankbarkeit übrigens. Dann ist das ein freudiges Spiel. Dann verändert sich dieses dramatische Spiel des Leidens in ein freudiges Spiel des Erwachens. Und das macht Sinn. Ja, aber das resultiert ja daraus, dass man sich dann immer noch als Person gesehen hat, ne, in dem Moment. Gesehen hat, genau. Und das ist ja auch so, weil in dem Moment, wenn du jetzt ein schlechtes Gefühl hast, weil dich jemand irgendwie verletzt hat oder ignoriert hat oder was auch immer, ja, siehst du dich ja schon als Person, ob du willst oder nicht. Sonst wäre dieses Gefühl ja gar nicht da. Und das ist dann die Gelegenheit zu vergeben und den Schritt in die Wirklichkeit zu machen. Und solange du noch nicht erwacht bist, ist es bei jedem so. Und selbst wenn wir erwacht sind, ist es auch noch nicht ganz zu Ende. Da gibt's noch Schleier, subtile Schleier, subtiler Glauben an die Illusion, das auch immer noch erlöst werden muss, vergeben werden muss und die Schleier müssen noch fallen. Selbst nach dem Erwachen noch, ich weiß, wovon ich rede. Ich mache das ja hier schon seit 12 Jahren. Ich mache es ja auch schon. Nicht mehr auftaucht. Ich mache es ja auch schon ganz paar Jahre und habe schon so auch das Gefühl, dass ich da so durch so eine dunkle Nacht der Seele auch manchmal gegangen bin, obwohl ich jetzt nicht an diesen Seelenbegriff so glaube, aber irgendwas war da ja schon. Und ja, im Traum war das dann so, oder ging's, der Traumfigur ging es dann so. Ja. Und du warst und damit identifiziert. Ja, also, genau. Du hast die Traumfigur gefühlt. Und jetzt ist super, das Lernen passiert ja immer jetzt. Mhm. Also wenn du jetzt das, was jetzt ist, vergibst, ja, jetzt siehst du ja auch dieses Bild auf dem Bildschirm von deiner Person, deinem Körper. Ja. Und kannst jetzt sagen, ja, aber das ist der Traum, was ich da sehe. Das ist nur die Traumfigur. Ich bin das nicht. Lässt das los, machst einen Schritt in die Wirklichkeit. So. Da ist irgendwie eine Art von Freiheit vom Traum da. Klappt es? Hast du es? Ja, obwohl ich das immer schwierig, obwohl ich das trotzdem immer schwierig finde. Ich meine, ich hab jetzt auch manchmal, wenn ich dann so mehrere Bildschirme sehe, ist es auch immer noch wieder anders, als wenn ich dann nur dich sehe oder so. Wo ich dann aber auch trotzdem anfangs immer das Gefühl hatte, das ist was Persönliches, aber das gibt's ja gar nicht. Also so dieses Unpersönliche wirklich so zu durchschauen, das geschieht immer noch mal so, wo dann irgendwie Figuren auch manchmal noch so in Erinnerung auftauchen. Ach ja, das war ja dann auch nicht, ne? Also da war ja dann auch keiner. Ja, das war ja das, wo ich jetzt gerade von, wo es drauf rausgelaufen sein sollte. Ja. Nämlich, wenn du jetzt das vergibst. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du nicht die Sprecheransicht hast, sondern wo man alle Bilder sieht und du siehst dein eigenes Bild auch. Aber du hast ja ein Bild von dir im Kopf sowieso. Du sagst, nee, das bin ich nicht, das ist nur die Traumfigur. Lässt es los, machst einen Schritt in die Wirklichkeit, die du nicht unbedingt erkennen musst, aber da ist schon eine Freiheit vom Traum da dann.
Und irgendwie ja, also reden. So, und jetzt guck mal, als diese Phase war, die dunkle Nacht der Seele, als es mies ging, was du jetzt bist, warst du davon betroffen? Nein, war ich ja nicht. Genau, das kannst du jetzt erkennen. Du warst gar nicht betroffen. Das war das, was im Traum passiert ist. Und es ist natürlich passiert, weil es irgendwie dem Erwachen gedient hat. Du bist ja auf dem Weg. Bleibst ja auch auf dem Weg. Als wenn die uns alle helfen wollen, nu, wach mal auf. Genau so ist das. Wir helfen mal wach, gegenseitig. Ja. Genau. Und auch unsere dunklen Nächte der Seele oder dunklen Phasen, die helfen uns beim Erwachen. Weil wir wollen nicht so in dem Leid bleiben, wir wollen da raus. Ja. Und früher oder später kommt man auf den Weg des Erwachens, das ist so. Wenn es auch mit Therapie anfängt, das geht auch schon in die Richtung, spielt keine Rolle. Ja. So dient der Traum dem Erwachen, was auch immer da geschieht. Und das ist wunderbar. Das ist schön. Da kannst du, wenn du das so sehen kannst und mitkriegen kannst, ja, dann kannst du auch ein Gefühl von Dankbarkeit haben und Freude. Das habe ich auch immer. Immer mal wieder und immer wieder neu und überhaupt schön. Und sowieso, ja. Wunderbar. Ja, doch. Obwohl es auch manchmal, das zieht einen dann auch immer wieder in die Tiefe und dann geht es einem wieder mal nicht mehr so gut. Dann weiß man gerade nicht, wo man sich aufhält. Und ich bin jetzt schon so, dass ich mich nicht mehr als dieses Ich oder diese Persönlichkeit sehe, sondern dann auch ich sagen kann, jetzt war hier oder so, aber dass ich mich als das dahinter sehe. Sehr gut. Und da auch bleiben möchte. Also das ist so das Wichtigste für mich. Ja, sehr gut. Ja. Und die innere Stimme, die ist dir ja bekannt. Ich habe das mit dieser Stimme nicht so. Also das ist eher dann so, dass mein Herz dann irgendwie also spürbar wird oder fühlbar oder wie man das jetzt so nennen will. Und es ist mehr so ein Gefühl, aber es ist nicht... Ja, das ist okay. Das kann auch so sein, je nachdem, wie du veranlagt bist. Sagen wir mal, der innere Lehrer, kann man vielleicht sagen. Ich habe heute mal einen Vortrag von Clemens Kubi gehört, der sagt, die Seele ist aber dasselbe. Es ist dasselbe, ja. Es geht darum, dann zu fragen und Antworten zu hören. Also wenn jetzt wieder eine Krise kommt, was du ja eben beschrieben hast, dann geht's aber doch wieder mal runter, ja. Guck, du gehst hoch, den Berg hoch, entweder mehr oder weniger steil, egal. Es geht immer Richtung nach Hause. Mhm. Und jetzt kommt wieder ein scharfer Wind. Du bleibst stehen und dir wird kalt und dir geht's mies. Das ist dann, sagen wir mal, das ist dann diese Krise. Und genau hier geht's aber darum, weiterzugehen. Das heißt, weiterzulernen, weiter Schleier zu fallen zu lassen. Und da ist dann hilfreich, wenn du dann sagst, okay, ich hänge hier im Schlamassel, ich komme nicht alleine raus, aber da ist ja etwas, was mir hilft. Das ist in mir. Die großen Wunder nennen das der Heilige Geist. Du kannst auch das Herz nennen oder die Seele. Ist das Gleiche. Da lasse ich mir jetzt helfen. Da frage ich nach. Und es geht ganz gut, wenn du es schriftlich machst. Fragst nach, was soll das jetzt? Was ist jetzt das Thema? Was gibt's jetzt hier zu lernen? Wie komme ich hier jetzt? Was ist jetzt der nächste Schritt? Dann kannst du das direkt nutzen. Und es wird dann immer subtiler. Weil wir gehen ja immer weiter hoch. Die Luft wird immer dünner. Die Schleier werden subtiler und auch das Erleben der Wirklichkeit wird immer mehr unbekannt und gleichzeitig unbekannt glückselig. Aber das musst du selbst, das kriegst du dann schon mit. Also es ist nie so, wie es weiter unten war, weil wir immer weiter hochgehen. Es ist immer, je mehr Schleier fallen, desto, sagen wir mal, weniger grobstofflich wird es. Aber eigentlich ist es sowieso überhaupt nicht mehr stofflich. Aber es ist ein gutes... Ja, es ist schon auch manchmal so ein bisschen ja komisch einfach. Also wenn man das gewusst hätte oder ne, so, also ja, aber war ja so. Also ist ja so geschehen, wie es geschehen ist, und wenn man das jetzt so nach und nach immer mehr durchschaut, dann denkt man auch, war ja eigentlich gar nichts. Kann ja gar nichts gewesen sein. So. Genau. Eigentlich war ja gar nichts.
Aber es war eben ein Teil des Traums, was dir dient zu lernen. Und wenn du jetzt hinterher merkst, eigentlich war ja gar nichts, dann hast du ja auch tatsächlich was gelernt. Oder was erkannt, was mitgekriegt. Ja. Dein Geist hat sich durch diese Aktion entwickelt. Nur dadurch konntest du hinterher sagen, war ja gar nichts. Ja. Weil wenn keine Entwicklung stattfindet, wenn kein Erkennen ist, dann sagst du das nicht. Dann sagst du, das war echt mies. Und dann hängt dir das noch, wer weiß wie lange nach. Und ich will das nur nie wieder haben und Ängste und weißt du. Aber so. Ja, also war ja schon mit Schmerz verbunden, natürlich auch, ne? Und dann, aber. Nee, eben hast du gesagt, war ja gar nichts. Ja, aber wenn man da noch so drin hängt, dann ist es ja trotzdem, wird das ja als Schmerz empfunden. Ja, aber hinterher merkst du ja, nee, du hast nicht gelitten. Deswegen hast du gesagt, war ja gar nichts. Das, was du bist, hat nicht gelitten, nur die Traumfigur hat gelitten. Ja, die Traumfigur, ja. Genau. Ja, ja. Das siehst du ja nicht, das siehst du ja. Und von da aus hast du eben gesagt, war ja gar nichts. Ja, richtig. Also so empfinde ich das auch. Ja, genau. Und deswegen kann man erkennen, dass du da dadurch wieder was gelernt hast, weil du bist wirklich drüber gegangen. Du hast es genommen. Also es hat mir auch geholfen, wenn du gesagt hast, du bist da gar nicht drin. Das finde ich immer, Also das ist so auch so nochmal so ein Satz, der mir auch nochmal hilft. So, ja, wenn ich da so gerade wieder. Genau. Nicht immer greift das dann gleich, ne, wenn man da gerade mal wieder so einen Gedanken hatte oder keine Ahnung, was einen da erwischt, ne? Ja. Ja. Der erste Reflex ist immer, oh, mir geht's mies, ich sitze in der Scheiße, ich will da raus. Ja, genau. Du versuchst das und das und das und kommst nicht raus, ja, kriegst nicht hin. Und dann kommt auf einmal von dieser inneren Stimme oder von das Gefühl, ah, du bist doch gar nicht da drin. Und sofort ist es anders. Ja. Weil wenn du nicht drin bist, kann es ja so sein, aber du bist nicht drin. Nee. Dann geht es dich ja gar nicht. Und so ist ja die Wirklichkeit. Wir sind nie drin. Ja, es dauert aber, bis man da hinkommt, glaube ich. Ja, das dauert ein bisschen. Das ist schon so ein Schritt, bis man da immer durchschaut, dass das irgendwie nur so ein Gedanke ist, der dann mal wieder aufgetaucht ist. Und dann hing man da wieder so drin so und da hat das geglaubt in dem ersten Moment oder so, ne? Ja. Ja. Aber es ist eben ganz gut, da den Grad der Selbstliebe zu erhöhen, das kann man sich ja vornehmen, und sich dann auch damit auseinanderzusetzen. Dann eben zu sagen, okay, ich will jetzt wissen, was soll das hier, wo geht's jetzt weiter, wie komme ich da raus? Obwohl du nicht rauskommst. Aber allein die Frage kann schon die Antwort kommen lassen, du bist da gar nicht drin. Ja. Dass man sich Selbstliebe aufbringt, sich die Zeit zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Manchmal sitze da manchmal 10 Minuten vor dem Blatt Papier und es kommt nichts. Und auf einmal, sogar ohne Antwort mittlerweile, ohne irgendeine Antwort, auf einmal ist es anders. Ich merke, also, ja, es war nie anders. Ich bin frei, also, wie immer. Ja, ich schaff's auch ganz oft durch Schreiben, dass ich mir das nochmal aufschreibe, ja, was da so gerade war. Genau. Und dann darüber, also das ist irgendwie auch, bei mir ist das Schreiben immer schon so ein Punkt gewesen, wo ich dann eher mich da nochmal mit auseinandersetzen kann, das nochmal so von allen Seiten beleuchte. Ne? Und ja. Dann eben auch Fragen stellen und Antworten hören. Das hilft dir natürlich wirklich gut. Ja. Weil wenn du nicht fragst, kriegst du auch keine Antwort. Gut, du kannst natürlich sagen, okay, ich will ja raus und wartest einfach ab. Irgendwann kommt dann schon was. Ja. Aber wichtig ist es, die erste Intention zu haben, ich will das jetzt nutzen. Ja, natürlich. Und wenn es durchschaut ist und auch ausgefüllt ist, dann ist es auch wirklich weg. Hm. So empfinde ich das. Aber man geht da ja nochmal durch. Also. Nee, muss nicht sein. Du kannst es auch ignorieren. Du kannst es einfach sagen, es ist nicht die Wirklichkeit. Don't touch. Und machst einen Schritt in die Wahrheit. Also ausfühlen musst du es schon mal nicht. Gut, so. Wenn es jetzt vielleicht gerade dran wäre. Aber hier war das nie dran. Ich habe nie was ausgefüllt. Es war nie der Weg. Wurde mir nie so gezeigt. Okay. Immer die Vergebung. Nee, die Gefühle haben keine Bedeutung. Ist nicht die Wirklichkeit.
mache ich den Schritt in die Wirklichkeit, dann merke ich, nee, kein Problem. Nicht für das, was ich bin. Da brauche ich nichts fühlen. Wenn ich es fühlen will, gebe ich dem ja eine gewisse Wirklichkeit. Aber gut, es kann natürlich sein, dass für manche das wichtig ist, das zu fühlen. Aber hier kann ich nur sagen, es wird nicht gebraucht. Manchmal war es mir wichtig, an bestimmten Stellen einfach nochmal zu gucken, wie ist das Spiel da gelaufen und war das jetzt also so auch so vielleicht eben auch in Richtung Schuld gehend, dass ich mich dann auch schuldig gefühlt habe oder sowas, ne, dass in sowas so aufgetaucht war. Und das dann auch, und Schuld und Scham ist da ja dann auch immer so ein Thema. Ja. Und da einfach nochmal, dass das auch nochmal so ein Hingucken ist, so. Wie ist denn das überhaupt gelaufen und wie würde ich das denn heute sehen, weil es meistens dann irgendwas Zurückliegendes war. Ja, das ist wunderbar, da lernst du ja auch noch raus. Das ist ja schön. Ja. Und das ist eben auch die Selbstliebe, die es da auch braucht, uns mit diesen Problemen, die da auftauchen oder schwierigen Stellen auseinanderzusetzen, bereit zu sein, da was draus zu lernen, weil dafür sind sie da. Ja. Machst du. Schön. Mach ich. Gratuliere. Ja, mache ich jetzt schon ganz paar Jahre. Also immer mal wieder und immer mal wieder taucht was auf und ja, dann ist es so. Ja, sehr gut. Ist so. Genau. Ja, es taucht noch lange was auf. Bei mir taucht ja auch immer wieder mal was auf. Jetzt hier relativ lange Zeit nur, ja, ich bin die Wirklichkeit. Alles total gut, ja, grenzenlos, weit, still. Und dann den einen Morgen werde ich wach und es sind Ängste da. Und Sorgen um die Kinder und die Enkelkinder und keine Ahnung, alles mögliche plötzlich da. Es ist einfach da. Keine Ahnung. Ja, soll es so sein. Ja, warum soll es denn eigentlich so sein? Ja, um weiterzugehen, da gibt es noch diffuse Schleier, das auch wieder aufzulösen. Das sind ist immer gut, so. Das ist gut, das anzunehmen, dass es so ist und zu sagen, ja, okay, so ist es, macht auch Spaß. Ja, naja, also es wird jetzt weniger und das ist auch gut so. Ja, klar. Ne? Anfangs war das schon auch viel, und aber es sind immer so bestimmte Bereiche dann auch gewesen. Also erst ging das so eher so in die Jugend und Schulzeit oder sowas, ne, wo so Begegnungen waren oder irgendwas komisch war, ne? Und jetzt sind das dann eben so andere Episoden, die da immer so auftauchen, je nachdem, also vielleicht auch, wo man mal gearbeitet hat und Arbeitskollegen oder sowas. Also es taucht schon einiges auf, ne, wo man dann selber mal so unsicher war und gar nicht wusste, was war das denn oder irgendwie so, ne? Ja, das, aber du weißt ja, dass du es gar nie gewesen bist. Es war immer nur die Traumfigur. Jetzt ist mal hier die Einladung. Vielleicht kannst du mal die Zeit nutzen bis zum nächsten Satzang, wenn du Lust hast, wenn du dran denkst, wenn es auftaucht, es zu ignorieren. Don't touch. Und zu sagen, okay, da ist schon wieder was aufgetaucht, aber es ist nicht die Wirklichkeit. Ich bin das ja nie gewesen, die Traumfigur. Machst einen Tritt in die Wirklichkeit oder kriegst die Wirklichkeit dann mit, indem du das loslässt. Könntest du mal probieren, weil, wie gesagt, das geht ja immer weiter. Du lernst immer weiter. Oh ja, okay. Also ich kann das mit noch nicht mal ignorieren. Noch nicht mal ignorieren. Deswegen. Ja. Also es nicht mal berühren, ne? Ja, das ist ja ignorieren, ist ja don't touch. Ja, don't touch. Lass es nicht an. Also so zu tun, als wirst du es nicht sehen, geht ja nicht. Ja. Wenn da ein mieses Gefühl ist, dann fühlst du die ja, sonst wirst du ja gar nicht, dass sie da sind. Aber ignorieren heißt einfach, fass es nicht an. Ja. So wie wenn irgendwie du begegnest komischen Leuten und die vielleicht versuchen würden, dich irgendwie in ein komisches Gespräch zu ziehen, ja, dann kann es hilfreich sein, einfach zu ignorieren, einfach weiterzugehen. Aber die ausblenden kannst du ja nicht, siehst du ja. Ja.
Aber du kannst sie ignorieren, also nicht berühren. Gehst einfach weiter. So ähnlich ist das eben auch. Okay. Ja, danke schön. Break machen. Bitte? Wollen wir mal einen kleinen Break machen? Ja, ist jetzt auch heute ist nichts so Belastendes. Vielleicht ist da noch jemand, der so ein Thema hat. Also ja, wenn keine Fragen mehr kommen und niemand mit mir sprechen will, dann frage ich dich nochmal. Okay. Oder wenn doch noch was auftaucht oder den Verein, kannst du ja melden. Ja, manchmal triggert einen ja was, ne? Auf jeden Fall schön, dass du dabei bist. Gerne. Ich genieße das auch immer mit euch hier in der kleinen schön. Runde. Das ist wunderschön. Dankeschön. Auch das mit dem Leben, wo du ja nochmal sagtest, neulich, ich weiß gar nicht. Naja, ich komme jetzt nicht drauf. Ist alles das Leben, genau. Ist alles das Leben. In allem ist das Leben, was auch immer ist. Ja. Danke. Schön. Gerne. War mir ein Vergnügen. Ja, mir auch. Okay, Anne-Lotte, möchtest du mit mir sprechen? Ja. Schön. Hast du eine Frage oder wie geht's dir? Jetzt gerade ganz gut. Ah, schön. Also, ich dachte, ich gehe mal live hier, weil ich habe dich bei YouTube immer mal gehört. Und ja, und da gab es halt ja, was mir gut gefallen hat. Von dir. Aber ich persönlich weiß nicht, ich kann jetzt habe jetzt keine gezielte Frage, was mich angeht. Weil ich kann mit dem, was ich so höre, ja, finde ich kann ich schnell umsetzen. So. Also ich verstehe halt vieles. Ah ja, sehr gut. Nur ich habe halt, also meine Traumfigur ist eben auch ziemlich, wie soll ich sagen, da halte ich mich auch immer gerne drin auf. Weil ich, warte mal, ich habe dich gerade nicht verstanden. Soll ich mal ein bisschen lauter reden? Ja. Okay, warte, ich mache das mal ein bisschen lauter. Okay. Ja, da halte ich mich halt auch gerne drin auf. Mit meinen Emotionen und mit Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit und solche Sachen. Ne? Da bin ich echt gut drin. Ja, da kenne ich auch jemand. Mir ist ja. Sehr nahestehend, dass so es sehr oft um Gerechtigkeit geht. Ja. Aber dennoch finde ich immer so den Faden, wo es dann gut wieder wird. Bezeichne ich das jetzt mal so. Wo es dann wie wieder wird? Wo es wieder gut wird. Also wo ich eine, ja, ich weiß nicht. So, ich glaube, das ist jetzt, ich kann es nicht sagen, das Richtige oder so. Also, ob ich jetzt dann geführt werde, dass das soll ich jetzt machen, damit ich aus diesem schlechten Denken rausgehe, das weiß ich manchmal nicht, ob ich das selber mache oder ob das durch mich gemacht wird. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, das zu erkennen. Weil ich hab schon immer wieder gute Ideen, was ich machen kann, damit ich mich wohlfühle. Ja, die guten Ideen, die kommen normalerweise vom Selbst oder von der inneren Stimme. Ja. Also wenn es hilft, ist es ja eine gute Idee und dann ist es eigentlich auch immer von der inneren Stimme, vom Selbst, von der Liebe. Ja. Ja, kannst du gleich schon drauf verlassen. Ja. Bitte? Dann wird es das wohl sein. Ja. Weil manchmal. Es ist einfach gut, dann auch drauf zu vertrauen. Mhm. Genau. Und das ist manchmal in Kleinigkeiten. Ja. Das ist auch in Kleinigkeiten, genau. Das müssen nicht die großen Sachen sein.
Wie ist denn jetzt gerade? Wie erlebst du dich gerade? Erlebst du dich gerade als die Person oder als das ewige, unbekannte, freie? Eigentlich eher die Person. Das ist ja das, was ich meine. Eher als die Person, hast du gesagt? Ja. Hörst du mich gut? Ja, ich habe es jetzt noch mal lauter gestellt, dann höre ich dich. Okay. Ja, das ist das ja gerade. Ich meine, das wäre die Person, die sich immer gute Gefühle macht und nicht das, wo ich eigentlich hin möchte. Ja, genau. Und da kann man jetzt noch mal gerade üben, wenn du magst. Mhm. Kannst du nämlich genau sagen, das, was ich hier jetzt empfinde, das ist die Person, also die Traumfigur, ist nicht das, was ich bin. Genau. Ist ja die Vergebung, ist Leugnen der Illusion. Ist nicht das, was ich bin. Ich bin nicht die Anne Lotte. Ich bin nicht der Mensch. Ich bin das Ewige. Lässt das alles los, das ganze Päckchen, also die Gefühle müssen sich gar nicht verändern und so. Nur, du bist es nicht. Lässt es los und machst einen Schritt in das Wirkliche. Und wie ist jetzt? Entspannung. Entspannung? Ja. Also ich bin jetzt zwar ein bisschen aufgeregt, aber so, ich fühle mich entspannter, wenn ich von dieser Person Abstand halte. Also so, ne? Ja. Fühlst du dich jetzt als Person oder als das andere? Da ist immer noch Person. Okay, da ist immer noch Person. Ja. Aber es ist schon, sagen wir mal, der Schleier ist schon dünner geworden, weil es ja schon mehr entspannt auch reingekommen. Ja. Du kannst jetzt sagen, dass, wie es sich jetzt anfühlt, ist immer noch Person, ist immer noch nicht, was ich bin. Das bin ich nicht. Das ist wieder los. Du machst einen Schritt in die Wahrheit. Also die Wahrheit ist das, was die ganze Zeit schon immer ist. Jenseits der Person. Du kannst zum Beispiel mal gucken, hier ist ja die Person, ist ja meistens, fühlt sich als dieser Body, als dieser Körper und so. Mhm. Der Mensch halt. Lass mal gucken, ob du hier überall bist. Also nicht, dass du jetzt mit den Augen siehst, aber das, was du bist, kriegst dann schon mit, ja, ich bin ja überall. Was ich gerade spüre, ist so eine Kontrollinstanz in mir. Also ganz stark, dass das Ganze kontrollieren will. Und gut. Das heißt, diese Kontrollinstanz heißt in mir, ja, wie, wo ist, wo bin ich denn, wo ist das nicht? Das fragt sich das jetzt. Ja, genau, okay. Mhm. Und das ist jetzt aufgetaucht im Traum, die Kontrollinstanz. Kannst du jetzt sagen, okay, die bin ich auch nicht. Okay. Mhm. Die hat nichts mit mir zu tun, das Traum. Lässt los, machst den Schritt, weg davon. Wie ist jetzt? Ja.
hieß, da ist noch was da. Also so ganz loslassen kann ich gerade nicht. Ja, okay. Wow. So das Gefühl, ich kann da noch ein bisschen dran üben. Ja, genau. Ist noch die Bereitschaft da, jetzt noch ein bisschen zu üben, noch ein paar Minuten? Ja. Okay. Das ist genau so, wie du es jetzt beschrieben hast, ist genau das, was jetzt im Traum ist. Ja, das ist immer noch was da, was festhält. Aber das ist im Traum. Mhm. Das Festhalten. Du bist aber jenseits davon. Mhm. Also irgendwie hier, ja? Ja, das weiß mein Kopf alles. Aber ja, der Kopf ist im Traum, den lass los. Okay. Der muss das nicht nachvollziehen können. Ja. Kopf ist die Traumfigur. Es geht darum, dass du das los ist. Das, was du wirklich bist, hat nichts mit dem Kopf zu tun, nichts mit der Person, nichts mit dem Traum, gar nichts. Alles, was du bisher erlebt hast und kennst und erfährst, ist alles der Traum. Du kannst sagen, bin ich alles nicht, lass los. So was bleibt. Nichts, oder? Okay, ist das okay, das Nichts? Nee, das ist ja mein Problem. Ich halte so gerne an der Person fest, an dem Bewusstsein, dass ich bewusst Dinge tue. Und gleichzeitig sehne ich mich aber danach, mich zu erkennen. Das ist sehr ambivalent. Ja, genau. Ja. Genau, das ist das Dilemma, in dem wir uns im Grunde alle befinden. Ja. Wir haben uns alle ein Stück weit in die Person verliebt. Ja. In das persönliche Leben. Absolut. Aber ich habe schon ein Aufwachen erlebt, in dem ich mal nur geatmet habe, schon ein paar Jahre her. Und plötzlich war ich in einem völlig anderen Zustand. Ja. Das war, und da habe ich so eine Ahnung, was es ist, aufzuwachen. Ja, okay. Aber jetzt wäre es sehr hilfreich, wenn du loslässt, das wieder haben zu wollen. Weil das war ein Geschenk, das war ein Zustand im Traum. Mhm. Ach so. Aber das, was du wirklich bist, das ist immer, jetzt und die ganze Zeit immer. Und auch immer jenseits von allen Zuständen, die du kennst, auch von dem. Mhm. Also, lass es los. So wird es nicht mehr sein, so brauchst du es auch gar nicht. Mhm. Weil die wirkliche Seligkeit ist immer da. Komplett jenseits dieses Traumerlebens und doch hier. Ich fühle mich ein bisschen jetzt gerade so ein bisschen ausgeliefert in dieser Situation. Also ich will mich nicht so nackig machen gerade. Das ist jetzt so mein Eindruck. Ich glaube, ja, das war jetzt ein guter Einstieg mit uns beiden. Ist mal gut für heute, ja. Wir wollen dich auch nicht überfordern. Hast du jetzt mal schön geübt schon mal? Ich weiß ja, das sind ja noch mehrere, die jetzt dazu. Ja, das. Wenn es jetzt dran wäre, noch weiterzumachen, würden wir weitermachen. Aber wenn du sagst, nee, das reicht jetzt mal, dann ist auch gut. Das empfinde ich so. Ja, genau. Man braucht auch, es braucht alles seine Zeit. Man muss alles dann vonstatten gehen. Aber du weißt jetzt, wo es lang geht. Genau. Und du weißt jetzt, dass es nichts bringt, an dem alten Erlebnis festzuhalten, das wieder haben zu wollen. Weil das war nicht die Wirklichkeit, das war nur ein Zustand. Zustände sind immer im Traum. Mhm. Genau, und das wollte ich unbedingt mal loswerden. Also einfach ja, mal, sehr gut, dass du es gesagt hast. Das so ist es losgeworden. Ja, da dran taste oder wo es hingeht, so eine Ahnung habe. Ja, also die Wirklichkeit ist ganz anders. Die hat nämlich überhaupt kein Gewicht. Dieser Zustand hatte natürlich Gewicht. Mhm. Waren ja Empfindungen. Ja? Empfindungen haben immer irgendwie Gewicht. Mhm. Stimmt, genau. Aber daran habe ich mich einmal festgehalten. Das ist das. Genau. Und das war jetzt gut, dass du heute Abend hierher gekommen bist und das gesagt hast. Mhm. Also kannst du das jetzt schon mal loslassen. Mhm. Dann kannst du weitergehen. Gut. Schön. Ja.
Prima, Shanti. Danke. Gerne. Jetzt würde ich entweder mit Isabella sprechen oder Chat lesen. Isabella, was möchtest du? Schau ruhig mal in den Chat, das hat sich ein bisschen angehäuft. Das war jetzt die Stimme von oben. Gott hat durch dich gesprochen, Corinna. Okay, guter Vorschlag, dann gucke ich mal. Aber irgendwie ist hier, ich glaube, ich muss jetzt wieder Vollbildmodus. So, wo ist denn jetzt mein Chat? Auf einmal verschwunden. Oje, da haben wir ihn wieder. So, kannst du mir sagen, Corinna, wo ich aufgehört habe, da, Shirin Mo, danke dir, ich bin jetzt erleichtert, das war's. Okay, schon gefunden. Narasimha, hi Shiva, wie unterscheidest du die Stimme des Heiligen Geistes von Denken bzw. Einbildung? Frieden. Frieden ist der Prüfstein der Wahrheit. Wenn irgendwie Frieden dabei ist, kommt's vom Heiligen Geist. Kommentar von Maria. Wenn es so ist, dann sei still und versuche nicht zu erklären, was nicht zu erklären ist. Ich bin ja still. Ich bin die ganze Zeit still. Das, was ich bin, ist immer still. Du auch übrigens. Gesprochen wird aus der Stille. Wolfgang Finke. Wenn man das so sieht, wie ihr gerade beschreibt, kann das gelernt werden. Ich will das ausprobieren, jetzt auch so zu sehen. Oder muss es irgendwie anders kommen? Ja, eben. Das schreibst du jetzt, mir gefällt das mit dem Franken aufschreiben, so kannst du es üben. Also, wenn du davon ausgehst, dass diese innere Stimme die Antworten gibt, was ja auch der Fall ist, kennst du ja auch, jeder kennt die, jeder hat die schon gehört und manchmal haben wir nicht drauf gehört und haben mir gesagt, ich wusste es, da hätte ich doch nur drauf gehört. Jeder kennt diese innere Stimme und da kannst du Fragen und Antworten hören, so kannst du es üben. Ja, das war's ja schon. Ganz gerne wieder Bescheid sagen, Corinna, wenn es wieder Fragen gibt. Aber jetzt ist die Isabella schon wieder verschwunden. Die Isabella hat ein WLAN-Problem und fliegt leider dauernd raus. Ja. Und ich habe noch Hintergrundgeräusche, deswegen geht es jetzt auch noch nicht. Anne, Leute, möchtest du noch weiter mit mir sprechen? Ja, da fällt mir gerade noch was ein. Und ja. Zwar, was ich ja sehr interessant fand, war, dass du auch so von Jesus gesprochen hast. Ne? Ja. Und also ich habe mal so, in vielen Jahren habe ich Sazen gemacht, also die ganze Zeit sogar. Was hast du gemacht? Sazen. Sazen, okay. Also Zen-Buddhismus. Ja. Okay. Und dann war ich so weit gekommen, dass ich gespürt habe, ich komme diesem Nichts immer näher, diesem Nichts so. Und bin dann da raus, weil ich habe mich damit nicht wohl gefühlt und bin dann in eine freie Christengemeinde gegangen und habe dann aktiv an Jesus geglaubt, also bis heute eigentlich. Ne? Und das hat mir halt immer was gegeben. Da hatte ich jemanden, mit dem ich reden konnte, wo ich beten konnte und so weiter. Aber dennoch gibt es da halt Sachen, die, sage ich mal, die beziehen sich mehr auf Jesus selbst. Also du vergisst dich dann, also
wenn du was, also wenn du viel betest, dies und das, ja, Jesus hat das durch mich getan, heißt es dann. Und, aber wo bin ich denn dann, weißt du? Das heißt, es gibt ja so einen Spruch, was heißt, ich bin der Weg oder Jesus ist der Weg. Und eigentlich habe ich immer gedacht, nee, eigentlich brauche ich ja auch die Verbindung zu mir selber. Ja. Und das, was du mit freien Christen, also da, wo ich halt viel jetzt war, das da nicht unbedingt erlebst, sondern das, was gemacht wurde, heißt immer, Jesus hat das durch mich gemacht. Mhm. Und dann die Person oder die, das, was du wirklich bist, kommt überhaupt nicht zur Sprache. Mhm. Aber jetzt kommst du, du hast ja durch einen Kurs in Wundern, bist du zu Jesus gekommen. Mhm. Das, die Bücher habe ich auch, ein paar davon zumindest. Ja. Ja. Und es gibt so viele Wege irgendwie, die mit Jesus gehen. Ja, und es ist auch dieser christliche Weg, auch der mit den freien Gemeinden, der hat auch natürlich seine Berechtigung, mhm. weil es kommt immer darauf an, wo jemand gerade steht am Berg und wie jemand gestrickt ist und was er nehmen kann. Mhm. Ich war auch mal 2 Jahre in einer freien Gemeinde. Mhm. Da kannte ich den Kurs in Wundern schon, da hatte ich mich schon 10 Jahre mit dem Kurs in Wundern beschäftigt, aber mhm. ich bin da reingeführt worden, sollte da ganz viel lernen, aber viele Seminare so mitgemacht. Mhm. Nach 2 Jahren bin ich wieder rausgeführt worden. Ah, beides ja. Mal war ich total überrascht, ja. Okay. Und deswegen verstehe ich ganz gut, was du sagst, ja. Und so wie ich das sehe, ist es da so ein bisschen ein falsches Verständnis von Jesus auch. Der wird so da so überhöht. Er wird so mit. Wird gleichgesetzt mit dem Schöpfer, mit Gott, mhm. dem Vater. Aber Jesus sagt ja, der Vater und ich sind eins. Er sagt nicht, ich bin der Vater. Mhm. Aber in diesen Gemeinden wird das so gedreht. Mhm. Und alles geschieht durch Jesus und Jesus hinten und Jesus vorne. Genau. Aber genau. Jesus sagt, wir sind Brüder. Mhm. Sagt er auch in der Bibel. Ja, ja. Das heißt, wir sind, Jesus ist auch Gottes Sohn, so wie du und jeder, ja. Mhm. Das sind wir alles gleich. Und ja. er sagt auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das mhm. gilt aber dann für jeden. Mhm. Du selbst bist die Wahrheit, weil du selbst bist ja das Selbst. Du selbst bist ja das Himmelreich. Ja. Und du selbst bist auch das Leben. Das haben wir neulich im Satzang auch mal gehabt, war das Thema. Das Leben ist überall und du bist das Leben. Ja. Wir sind das Leben, ja. Wir sind auch die Wahrheit. Und letztlich sind wir auch der Weg. Weil wie sollen wir erwachen, wenn wir nicht uns um uns selbst kümmern, um das, was bei mhm. uns auftaucht, mhm. die Probleme und so weiter. Klar, mit Hilfe dem Heiligen Geist oder mit Jesu Hilfe auch. Mhm. Natürlich mache ich auch manchmal das, da um Hilfe bitte. Mhm. Er hilft mir dann auf Augenhöhe irgendwie, nur er ist mhm. schon weiter. Mhm. Jetzt den Heiligen Geist oder Jesus, ist egal, wie du dir da helfen lässt, lässt dich führen, aber es geht trotzdem immer um dich. Das habe ich schon oft meinen Schülern gesagt, für dich geht es immer um dich. Das mhm. ist nicht im egoistischen Sinne gemeint, sondern du selbst bist der Weg zum Erwachen. Mhm. Weil genau deine Probleme, die helfen dir zum Erwachen. Und genau deine Schleier, die müssen fallen. Nicht die mhm. Schleier der anderen, sondern deine. Mhm. Damit du sehen kannst, was wirklich ist. Mhm. Also du selbst bist auch der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. So wie Jesus auch. Ja, aber das sagt man den anderen, du. Nee, das kann man denen nicht sagen. Nee. Das brauche ich nicht zu machen, weil ist ja alles gut. Ja. Die können ja da so weitermachen. Irgendwann gilt für die auch was Neues zu lernen oder dazu zu lernen. Und solange es so ist, habe ich ja nichts dagegen. Ja, okay. Jeder ist auf seinem Weg und ich weiß, ist ja da nicht besser. Ja. Also du kannst sie ruhig lassen, nur du brauchst da nicht mitmachen. Du kannst deinen Weg gehen. Ja, ja, das... Du bist ja dein Weg und die Wahrheit und das Leben. Mhm. Wie Jesus auch. Genau. Nur man orientiert sich gerne auch an den anderen oder man möchte Gemeinschaft haben. Und wenn man da ein bisschen anders denkt... So, dann wird es schwierig mit der Gemeinschaft. Dann wird es schwierig, genau. Kann es sein, dass man gemobbt wird. Ja, ja, dass man einmal vorbei mit der Liebe wird auch, genau. Ja, 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 dann ist ganz schnell mit der Liebe vorbei. Dann ist ganz schnell vorbei. Richtig. Naja, so what? Wir sind ja alle, sagen wir mal, die Traumfiguren sind ja alle nicht vollkommen.
Naja, wenn man sich so betrachtet. Du musst halt gucken, wo geht es für dich lang, ja? Ja. Hey, jetzt, wenn du jetzt Gemeinschaft brauchst, dann geh in eine Sangha. Komm ja. Hier zum Satsang immer, kannst du auch sonntags kommen, musst mir halt eine E-Mail dann schreiben, dann hast du auch Gemeinschaft. Meinst du jetzt hier im Internet oder meinst du jetzt direkt mit mir? Ja, nee, im Internet. Ich mache ja sonntags immer Satsang. Mhm. Und das kostet allerdings dann auch ein bisschen was. Muss man anmelden, E-Mail schreiben, dann verschicke ich den Anmeldungslink. Dann kannst du einmal dabei sein. Und Retreats gibt es auch ab und zu. Da kann man sich dann auch tatsächlich begegnen. Ja, das habe ich einmal gemacht. Nicht bei dir. Aber die Möglichkeit besteht hier eben auch. So 3-4 Mal im Jahr, so 4 Tagesretreats gibt es jetzt neuerdings auch. Und das ist ja auch Gemeinschaft. Und im Geist sind wir sowieso alle verbunden. Also allein sind wir sowieso nie. Also auch Jesus, ja, ist auch gut, immer mit Jesus verbunden zu sein. Aber auf Augenhöhe als Bruder, der natürlich schon ein bisschen mehr weiß, der helfen kann. Ja. Gut, dass du gefragt hast. Ja, weil das tut dem ja keinen Abbruch, ne? Dass ich an jemanden glaube, dass ich trotzdem erwachen kann. Genau. Und das sehen vielleicht manche Sangha-Lehrer auch anders. Das weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ne? Keine Ahnung. Ja. Und das gefällt mir ja an dir, dass du deine Verbindung hast. Ne? Hm. Ja, schön. Hast du noch eine Frage? Hast du das Gefühl, dass Jesus da einem helfen kann? Also ja, klar. Ja, sicher. Zuzulassen auch? Also Jesus. An dieser, was weiß ich, Vergangenheit, die nicht einfach war bei mir. Also, doch, ne? Ja, da ist es jetzt natürlich so, wenn du das sagst, die Vergangenheit, die nicht einfach war, ja, die war nicht einfach, aber dir ist nichts geschehen. Da kommt dann wieder der Punkt, ne? Das kommt hoch und dann wäre es halt gut, diese Vergebung vom Kurs in Wundern zu nutzen und zu sagen, ja, aber das ist nur der Traum, mir ist nichts geschehen. Das erstmal zu sagen, und dadurch lässt es los. Und dann kannst du den Schritt in die Wirklichkeit machen. Und dadurch kriegst du es mit, ja, stimmt. Es ist zwar, ich war immer nur da und völlig unberührt und frei. Mhm. Ist nur der Gedanke an diese Geschichte und dieses, da kommt auch so ein bisschen Selbstmitleid hoch. Und das halt, ja. So war es eben. Ja, das Nutzen zum Erwachen, indem du es vergibst. Mhm. Also sagst, das ist nicht wirklich gewesen und machst den Schritt in die Wirklichkeit immer wieder. Mhm. Das ist der Weg. Dann bist du auf deinem Weg. Mhm. Weil du immer wieder den Schritt in die Wirklichkeit machst und irgendwann realisiert sich's. Dann sind genügend Schleier gefallen. Und dann geht's immer noch ein bisschen weiter. Und mit Jesus ist so, kannst du halt einfach auch, wenn dich hilflos fühlst, kannst du einfach auch um Hilfe bitten. Mhm. Weil wir brauchen den Weg nicht alleine gehen. Wir können den noch nicht mal alleine gehen, weil es geht ja um das Wieder-Eins-Sein, den Trennungsgedanken aufheben. Wer das alleine schaffen will, der bewahrt ja die Trennung sogar. Mhm, wäre gut, dir helfen zu lassen, um Hilfe zu bitten. Ja. Mhm. Ja, wunderbar. Schön. Ja. Verstehst mich, freut mich. Mhm. Okay. Du wohnst leider zu weit weg. Sonst würde ich ja mal kommen. Weil ich wohne in Bremen und du bist da Wetzlar, ne? Ja. Ja. Naja, es ist halt, wenn es dran ist, kommst du auch von Bremen. Frau kommt von Bremen jetzt auch schon zum zweiten Mal zum Retreat. Ja. Wenn es dran ist, machst du es auch. Irgendwann ist es vielleicht auch dran. Es gibt ja Züge. Ja. Die kommt auch mit dem Zug. Deswegen, sonst hätte ich gesagt, Gemeinschaft, aber ich weiß, dass sie mit dem Zug kommt.
Ja, aber hast du nicht auch so regelmäßiges Treffen? Also so nicht nur online, sondern auch richtig? Nee. Nee, habe ich nicht mehr. Habe ich 10 Jahre gemacht, aber seit Corona, dann kam alles mit dem Internet und so. Jetzt mache ich es halt regelmäßig über Zoom, weil es die Leute in der Nähe sind mit den Jahren dann doch ein bisschen weniger geworden. Aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ja, alle älter geworden und vielleicht auch müssen ja doch einige Kilometer fahren, die meisten. Mhm. Was dann auch zu anstrengend war. Und jetzt halt auch alles. Irgendwann geht man auch mal alleine weiter oder einen anderen Weg. Mhm. Und jetzt durch Zoom kommen ja auch Leute von weiter weg dazu, wie du jetzt Bremen oder von ganz Deutschland. Und deswegen mache ich jetzt eigentlich nur noch die 3 oder 4 Mal im Jahr diese kleinen Retreats, dass ich dann auch mal in den Arm nehmen kann. Genau. Zum Beispiel. Ja. Und dann noch was. Deine Bilder im Hintergrund. Malst du die selber? Nein. Ah. Meine. Weil da sind ja immer andere Bilder. Meine bessere Hälfte mit Namen Gea, die malt. Ah, okay. Und die drückt immer ihre Lebensfreude aus. Ja, genau. Finde ich super gut. Ja, das sind schöne Bilder. Hm. Deswegen hänge ich es auch so gerne auf, weil ich es auch selbst schön finde. Sie sagt ja, ich bin ihr größter Fan. Stimmt auch. Ja. Ja, schön. Okay, bis später. Ja. Jetzt sehen wir uns hier noch. Ich lese jetzt noch mal eine Frage. Ah, die Isabella verschwindet als... Okay, mal gucken. Coco Flow, du bist die Quelle all deiner Hindernisse? Mensch, hüte dich vor dir selbst, dann hast du wohl gehütet. Meister Eckhart. Ah ja, hatten wir neulich schon mal, genau. Genau, hüte dich, ich würde sagen, hüte dich vor deinem persönlichen Ich. Vor dir selbst kannst du dich nicht hüten, das Selbst, das bist du ja. Aber vor diesem Ich. Also mein Vorschlag ist, möglichst wenig ichig sein. Dann wird's schon besser. Lass das Ego außen vor, das bringt kein Glück. Auch wenn es es oft behauptet. So, jetzt kommt Best. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jeder darf tatsächlich mich als sich selbst zum Vater bewegen. Sei es mit leichtem Schubs. Ja, ich kann da jetzt keine Frage drin erkennen. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Sage ich nichts. Hört sich ganz gut an. Okay, Isabella, jetzt schnell mal die Gelegenheit nutzen, wo ich dich sehe. Ach, dein Bild hängt. Kannst du sprechen? Würde ja mal dein Mikro freischalten, ich kann noch nicht. Nee, das können die Teilnehmer auch selbst, aber ich glaube, das WLAN bei ihr geht gerade wieder. Ich weiß nicht. Weil manchmal ist es so, dass es mit dem Bild nicht geht, aber das Sprechen geht. Das haben wir schon mal gehabt bei Christa, die ist ja in Portugal. Ich habe die den ganzen Abend nicht gesehen, aber Sprechen ging. Ja, gut, das soll dann halt heute mal so sein. Ah, Isabella. Kannst du sprechen? Ja, ich weiß noch nicht, wie lange. Ich fliege dauernd aus dem Internet. Ach, also ganz raus. Die letzte halbe Stunde war alle Minuten unterbrochen. Ja. Wir können es probieren. Okay. Wie geht's dir? Sollte eingefroren.
Ja, Isabella, schade, ich höre nichts, dein Bild ist eingefroren. Corinna, möchtest du was sagen? Wie geht's dir? Ja, so eigentlich ganz gut. Es klemmt auch ein bisschen das Internet, es hat jetzt auch geruckelt. Ja, ich mache das ja auch mit WLAN, also. Ja, ich mache das auch mit WLAN. Aber manchmal ist es besser, manchmal schlechter. Viel zu mitteilen habe ich heute allerdings auch nicht. Ja, naja, wenn du sagst, ganz gut, ist das schon mal schön. Frage, hast du auch keine? Okay. Ja, dann würde ich sagen, da jetzt das mit Isabella anscheinend gar nicht mehr klappt, naja, vielleicht klappt es jetzt noch, jedenfalls im Chat ist nichts mehr gekommen, wenn ich mich da nicht irre. Isabella, möchtest du noch was sagen? Bist du die, die also aus dem Internet fliegt, oder bist du immer hier? Ja, ich glaube, 3 Sätze maximal kann ich sagen. Ich wollte nur der Annelotte noch sagen, weil sie sich so nicht so gerne im Internet vielleicht immer offenbart in dem Sonntagsmeeting bei dir. Das wird zumindest nicht veröffentlicht. Vielleicht als Tipp, gell? Okay. Guter Tipp, danke. Ja, gerne. Ja, vielleicht geht das Internet jetzt. Ah ja, gut, dann stelle ich dir die obligatorische Frage. Bist du glücklich? Shiva. And the running back. Es tendiert, obwohl heute gerade sehr, sehr viele Oh. Ah ja, ich kann es ja nochmal vorsetzen. Heute gerade sehr, sehr viele glückliche Momente waren. Bist du dir wahrscheinlich nicht ganz sicher, ob du glücklich bist, obwohl es ja immer bist und das auch gar nicht anders sein kann? Naja, kleiner Scherz. Können wir das nächste Mal miteinander sprechen, Isabella? Ob du mich hörst, weiß ich ja auch nicht. Vielleicht hörst du mich auch gar nicht. So, möchte noch jemand kurz was sagen oder fragen? Seid ihr alle glücklich? Höre ein stilles Ja. Ah. Bin ich noch dran? Ja. Ich wollte nur schnell, ich beeile mich, wir haben ja auch nicht so lange Zeit. Also gerade heute waren sehr, sehr viele Ich-Gedanken da und auch gestern Ego-Gedanken, vergleichende Gedanken und so weiter. Und da wurde einfach drauf geschaut und absolut nicht mit identifiziert, einfach nur registriert. Und ja, das war ganz. Es war schön, ne? Wunderschön, wunderschön. Also du warst still, obwohl da Gedanken waren. Wunderbar, sehr gut. Und für diese Gedanken hätte ich mich früher verurteilt, dann wäre das immer weitergegangen. Oh, wie kannst genau, du? Genau, das hört dann nicht so. Also das sind so, ja. Und dann ist mir aufgefallen vor ein paar Tagen, es gibt eine Situation in meinem Leben, die mich immer grantig und ärgerlich machte, ne? Immer. Wie so eine Feuersäule, unstoppbar, so, ne? Und da habe ich schon mal erzählt hier im Chat und danach habe ich immer tagelang Schuldgefühle gehabt und musste mich erstmal entschuldigen und das und so, ne? Und es war wieder genau diese Situation und ich war auf der Straße mit der Person und ungefähr 10 Meter weiter bin ich abrupt stehen geblieben und wow, du hast ja überhaupt nicht reagiert, wow. Also das ist cool. Scheinbar abgefallen, ne? Das super. Wäre schön, wenn es so bliebe. So,
Das war es im Schnelldurchgang, Shiva. Oh du, das war klasse. Das freut uns alle jetzt. Ja, mich auch. Schön. Dankeschön. Das war ein schönes Schlusswort jetzt auch, finde ich. Ja. Dann würde ich sagen, Om Shanti. Isabella, fange ich gleich bei dir an. Corinna? Kirsten? Anne-Lotte? Und Devasetto? Muss ich mal gerade den Chat verschieben. Shanti, Shanti, Shanti. Ja, ganz kurz noch. Normalerweise ist ja in 14 Tagen, das fällt aber diesmal aus. Also wir sehen uns erst in 4 Wochen. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, auf meinem YouTube-Kanal die Videos anzuschauen und die Intros vor allen Dingen auch. Bei den Intros wird immer viel erklärt. Und ihr könnt auch sonntags beim Satsang teilnehmen, wer möchte. Ja, und dann am Schluss noch vielen Dank an Devasetto und Jetzt TV. Wer da mal was zurückgeben möchte, das könnt ihr auch noch lesen. Spenden sind natürlich hilfreich. Also an Jetzt TV. Bis dann. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss.